Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. So, wir haben in der letzten Folge König Kur geholfen, diesen Eisherz zu töten. Und jetzt gucken wir mal in diese Schenke, diese Eckschenke, ob der denn schon eine neue Aufgabe für uns hat, beziehungsweise ob wir da schon was wählen können. Oder ob wir hier weiter irgendwelche Dinge erledigen müssen. Gucken wir mal. So, das ist dieser Helm. Wo ist denn hier die Eckschenke? Die war doch hier drüben irgendwo, oder? Nee, Gierwanst. Ja, brauchen wir nicht. Wir brauchen bloß hier runter und dann nach links. Aber es sieht erstmal nicht danach aus, als wenn da irgendwelche Aufgaben jetzt auf uns warten. Wir gucken trotzdem mal rein, ne? Oh doch, da ist er. Hier drüben! Trink deinen Schluck mit Vrodgars König! Na, jetzt kann ich aber nicht mit ihm reden, weil er zu weit weg ist. Probiert mal das Eisbären-Ale. Das schmeckt hervorragend. Ich liebe dieses Lokal. In der Feste braucht man mich immer überall gleichzeitig. Ein Zwist hier, ein Streitgespräch dort, da kriege ich Kopfschmerzen. Aber hier, hier kann ich einfach fressen und saufen, bis ich umkippe. Seid ihr draußen in einer Stadt wie dieser sicher? Was wollt ihr damit andeuten? Dass Kurok Schutz braucht? Eisherz war nicht der Erste, der mich herausgefordert hat. Und er wird auch nicht der Letzte gewesen sein. Lass die Feinde kommen! Sie werden tot und blutig zu meinen Füßen enden. Dafür sind die königlichen Diener ja da, um sich um die Sauerei zu kümmern. Löst ihr jedes Problem mit Gewalt? Ihr habt Glück, dass ich euch mag. Denn der letzten Person, die mir solche Fragen gestellt hat, habe ich die Neugier aus dem Leib geprügelt. Ich will mich aber nicht mit euch schlagen. Deshalb habe ich euch nicht herrufen lassen. Seid ihr bereit, mir zuzuhören? Ich höre. Wir haben die Tore Orsiniums für die Besten und Klügsten geöffnet. Handwerker, Bauern und Gelehrte. Alle, die meine Vision wahr werden lassen können. Die Einzelheiten überlasse ich meinen Weibern und meiner Mutter. Doch ihr habt mein Interesse geweckt, was uns nun zur Preisfrage bringt. Was kann ich denn nun für König Kurok tun? Ihr habt Häuptling Basrak geholfen. Ihr habt an meiner Seite gekämpft, als wir Eisherz und seine Winterkindkrieger besiegten. Kurz gesagt, ihr habt mich beeindruckt. Leute, die mich beeindrucken, stellen sich stets entweder als Hilfe oder als Störung meiner Pläne heraus. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Nicht genau. Lasst es mich ganz offen sagen. Ihr könntet eine Gefahr für mich darstellen. Doch ich sehe euch lieber als Verbündete an. Trinkt etwas mit mir, so wie wir es gerade machen. Ich könnte jemanden wie euch gebrauchen. Jemand, der sich um Probleme kümmert, die man etwas direkter in Angriff nehmen muss. Über was für Probleme reden wir denn? Probleme mit Clanshäuptlingen. Es gibt noch immer ein paar sture Häuptlinge da draußen, die meine Vision nicht teilen. Die nicht wollen, dass unser Volk geeint wird. Sie sind in ihren alten Bräuchen gefangen. Alte Bräuche, die unserem Volk wieder und wieder geschadet haben. Es wird Zeit, das zu ändern. Ich soll für euch mit den Clanshäuptlingen sprechen? Ihr habt Eindruck bei Basrak hinterlassen. Ob es ihm gefällt oder nicht, er schuldet euch etwas für die Hilfe, die ihr den Clans geleistet habt. Die anderen Häuptlinge respektieren Basrak. Wir können diese ganze Situation zu unserem Vorteil nutzen. Sorgt dafür, dass sie sich anhören, was sie sich üblicherweise nicht anhören wollen. Also was soll ich für euch tun? Fürs Erste nichts. Entspannt euch, trinkt, genießt all die schönen Dinge, die Roxane und ihre nette Schenke zu bieten haben. Doch sobald ich euch brauche, erwarte ich, dass ihr bereit und willens seid, den nächsten Auftrag zu erledigen. Was machen die beiden denn hier? Verdammt, immer taucht ihr zwei auf und verderbt mir den Spaß!
Oh, das mit dem Verderben geht erst noch los, mein König. Aber sparen wir uns die Höflichkeiten für später. Wir müssen euch von etwas Dringlichem berichten. Ich weiß nie, wann ihr Scherze treibt. Na gut, was ist so wichtig? Der Tempel von Trinimark wurde angegriffen, mein Geliebter. Anhänger Malakats haben die Tore verrammelt und Priester als Geiseln genommen. Diese Eiferer wagen es, meine Stadt anzugreifen? Mein Volk? Ich kümmere mich persönlich um sie. Das werdet ihr nicht tun, mein Sohn. Nach dem, was im Thronsaal geschehen ist, ist es zweifelsohne eine Falle. Ich sehe nicht einfach dabei zu, wie sie meine Stadt angreifen. Wir brauchen eine direktere Herangehensweise und ich habe den perfekten Plan. Fremde, auf ein Wort. Wir hängen hier schon wieder auf meinem Kabel. Nicke. Am besten lasst ihr meine Mutter nicht warten. Los, sprecht mit ihr. Wollen wir doch einmal sehen, ob ihr Plan besser klingt als meiner. Mein Geliebter muss außer sich sein. Allein die Vorstellung, dass diese Feiglinge Unschuldige beim Gebet angreifen. Wenn König Kurok es verlangt, würde ich meinen Geliebten mit dem Blut dieser Fanatiker besänftigen. Diese verfluchten Malakat-Fanatiker, einen heiligen Tempel anzugreifen, das ist undenkbar. Die Tapferkeit meines Sohnes grenzt schon an Dummheit. Er würde losrennen und schnurstracks in eine Falle laufen, ohne auch nur einen Augenblick an seine eigene Sicherheit zu denken. Wir dürfen das nicht zulassen. Habt ihr eine bessere Idee? Ach, Kind, ich habe immer eine bessere Idee. Die Wut meines Sohns macht ihn beinahe blind. Seine Instinkte verleiten ihn dazu, jedes Hindernis schnurstracks anzugehen und so lange auf es einzuschlagen, bis es aus dem Weg geschafft ist. Seine Feinde wissen dies und sie verwenden es oft gegen ihn. Ihr glaubt, der Angriff auf den Tempel ist eine Falle? Basrak und die anderen Clanshäuptlinge kennen König Kurok nur zu gut. Sie erwarten, dass er die Ketzer angreifen und töten wird. Die Geiseln kostet dies natürlich das Leben. Unschuldige würden getötet und die Schuld dafür umgehend auf Kurok abgeladen. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Ihr seid eine Fremde, die in Orsinium kaum jemand kennt. Geht in den Tempel und rettet unsere Bürger. Wenn ihr Erfolg habt, rettet ihr das Leben Unschuldiger auf Geheiß des Königs hin. Wenn ihr versagt, nun, dann wird zumindest der König nicht die Schuld dafür bekommen. Nun gut. Haben die jetzt was anderes zu sagen? Ich würde euch ja auf dieser Mission begleiten. Doch meine Pflicht verlangt, dass ich an der Seite des Königs bleibe, bis diese Gefahr vorüber ist. Viel Glück, Fremde. Zeigt diesen Malakat-Fanatikern keine Gnade. Für diese Ungeheuerlichkeit haben sie einen qualvollen und grauenhaften Tod verdient. Naja, gucken wir mal. Meine Bitte ist eine große Bürde. Glaubt mir, das weiß ich. Doch eure Taten werden wahrscheinlich das Leben Unschuldiger retten und das Ansehen des Königs mehren. Also enttäuscht mich nicht, Fremde. Im Gegenzug stelle ich sicher, dass ihr fürstlich belohnt werdet. Könige, und wenn es schief geht, dann sind wir schuld. Es schmerzt mich, das zuzugeben, aber meine Mutter hat recht. Wieder einmal. Ich bin wirklich leicht reizbar, doch ich arbeite daran. Jedenfalls werde ich diese Sache aussitzen und euch das alles übernehmen lassen. Was auch immer geschehen mag, ihr habt meine volle Unterstützung. Das kann nach hinten losgehen, sowas, ja. Weil, wenn, wie gesagt, wenn das in die Hose geht, dann prangern sie uns an. Sobald ich ein wenig Gold zusammenkratzen kann, bin ich mit der nächsten Karawane weg. Ins Reich des Vergessens mit diesem Ort. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Wir gehen erstmal zum Porter. Zum Harry Porter. Und dann gucken wir mal. Dieser ist nur froh, dass er nicht in diesem Drecksloch sitzt, das man den Turm der Lüge nennt. Nur in Kalthafen würde man ein Loch einen Turm nennen. So, wo müssen wir denn? Hier oben müssen wir hin. Ach nee,
Steigen jetzt gemacht. Und wird hier drückt. Qualität und Vielfalt. Kommt und jetzt muss ich erstmal gucken, wie kommt man da am besten hin. Hier lang. Okay. Hier mal quer durch. Ich hoffe, wir haben Erfolg. Muss. Ihr alle, verschwindet von der Straße und geht nach Hause. Lasst die Soldaten des Königs sich darum kümmern. So. Zurück, Bürgerin. Wir haben hier schon genug zu tun. Meine Soldaten können ihre Arbeit nicht machen, wenn ihr Bürger ihnen auf den Füßen herumsteht. Ich bin hier, um dabei zu helfen, die Geiseln zu retten. Nur weil ihr eine Waffe tragt, bedeutet das nicht, dass ihr auch wisst, wie man sie führt. Und wie ihr sehen könnt, habe ich schon mehr als genug Laien, die bereit sind, mir zu helfen. Warum haltet ihr euch nicht zurück und überlasst dies den echten Kriegern? Der König schickt mich. Wenn ihr euch nicht seinen Zorn und, zuziehen wollt, schlage ich vor, dass ihr mich helfen lasst. Genau, und ich bin Großkönig Emmeriks lang verschollener Bruder. Ich weiß, was ihr vorhabt. Ihr spielt da ein gefährliches Spiel, Fremde. Hoffentlich erkennt ihr das. Schmiedemutter Alga wird meine Geschichte bestätigen. Wohlan, dann halte ich Rücksprache mit der Schmiedemutter. Aber wenn ihr mich angelogen habt, werde ich euch jagen, in eine Zelle sperren und dann den Schlüssel wegwerfen. Wir glauben, es gibt die Stufen unweit der Magiergilde hoch einen Hintereingang. Ich habe Soldaten losgeschickt, um ihn zu finden. Bei Mauloch, was nun? Der König hat euch hergeschickt, um die Geiseln zu retten, ja? Natürlich hat er das. Deswegen hat man ja auch schließlich Helden angeheuert, nicht wahr? Hört her, ich habe einen Plan. Er ist brillant. Wollt ihr ihn hören? Die kennen wir doch noch, aber ich weiß nicht mehr genau von wo. Sagt mir, was ihr denkt. Seht ihr diese Hawker hinter mir? Nicht hingucken. Die verhalten sich jedenfalls verdächtig. Sie stehen herum, schauen sich auffällig um und machen komische Gesten gegenüber Passanten. Ich habe genug Ermittlerin Wala-Bücher gelesen, um Verbrecher zu erkennen, wenn ich welche sehe. Wer ist Ermittlerin Wala? Da haben wir bei der Magiergilde einen Haufen Bücher aufgenommen. Liest ihr nie Ermittlerin Wala? Die Bücher über die brillante Gelehrte, die Welt bereist und Verbrechen aufklärt? Sie benutzt weder Magie noch Waffen. Nur ihren Liebreiz und ihre Schleue und... Hört zu, ich leihe euch später eins, aber jetzt dürfen wir uns nicht ablenken lassen. Glaubt ihr, diese beiden haben mit den Fanatikern zu tun? Ist das nicht offensichtlich? Schaut euch doch nur ihren finsteren Blick an und wie sie verschlagen miteinander tuscheln. Ich wette, wenn wir sie ein wenig verunsichern, laufen sie davon und führen uns geradewegs zu den Geiseln. Passt auf, ich lasse einfach mal einen Pfeil von der Sehne. Das sollte dem Überlebenden die Angst Üffers einjagen. Ich verstehe, was ihr meint. Nur zu, sehen wir uns an, was dann passiert. Wirklich? Ich meine... Ja, wusste ich doch, dass ich euch nicht grundlos so mag. Wirklich? Sobald der andere die Beine in die Hand nimmt, lasst ihr ihn mir nicht aus dem Blick. Er sollte euch geradewegs zu den Geiseln führen. Auf mein Kommando! Halt, ihr Dieb! Und da ist der Nächste! Ergreift ihn! Hey! Hier gehe ich! Rempelt mich nochmal an und ich schlage euch die Zähne aus! Passt auf, wo ihr hinlatscht, Armleuchter! Ich hätte nicht übel Lust, euch einen Blitz hinterher zu jagen! Wir sind im Sprinten schon wieder schneller als er und, ja. Verteidigt den Tempel!
Okay. Dank sei Trinimark, dass ihr hier seid. Jemand muss meine Priesterkameraden im Tempel retten. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Die Priester im Tempel sind in der Hand dieser Fanatiker. Bitte, ich glaube, sie wollen meine Brüder und Schwestern in Trinimark töten. Wisst ihr, was dort geschieht? Malakat-Fanatiker. Sie stürmten in den Tempel und begannen, meine Priesterkameraden zusammenzutreiben. Sie bespuckten uns und schrien uns an, wir hätten unser Volk verraten. Sie sagten, Häuptling Basrak hätte sie entsandt, um uns zu bestrafen, weil wir uns dem wahren Gott der Orks entgegenstellen würden. Wie konntet ihr entkommen? Dann machen wir erstmal die Frage, Häuptling Basrak hat sie geschickt? Wer sagt denn, welcher sagt denn, dass die von den und den kommen? Das sagt man doch nur, um jemanden zu schaden. Das ist interessant. Sie rufen den Namen des Häuptlings aus und sagen, er wolle Rache am König und an all jenen üben, die dem falschen Gott folgen. Ich kenne Häuptling Basrak als harten Kerl, aber grausam war er nie. Er war nie ein Mörder. Was hat der König getan, um ihn so wütend zu machen? Es gab eine Konfrontation im Thronsaal. Ich verstehe. Ich respektiere den König und alles, wofür er steht. Aber seine Launen, sie haben uns schon öfter Ärger eingehandelt, als ich mich erinnern mag. Wenn es Rache ist, wonach Basrak dürstet, dann trägt der König die Verantwortung für den Tod der Tempelpriester. Wie konntet ihr entkommen? Sie haben einen solchen Radau gemacht, als sie hereinstürmten. Ich sah sie vom oberen Balkon aus und bin durch die Hintertür rausgeschlüpft. Ich wollte gerade losgehen und Hilfe holen, als mich noch mehr von diesen Grobianen umzingelt haben. Ich dachte, ich wäre am Ende. Und dann seid ihr aufgetaucht. Ich werde tun, was ich kann, um die Priester zu retten. Meine Priesterkameraden waren noch am Leben, als ich aus dem Tempel schlüpfte. Doch da ist diese Spannung in der Luft. Ich fürchte, Gewalt ist unausweichlich. Sie patrouillieren den Tempel und halten Ausschau nach Kurok und seinen Soldaten. Wenn einer von ihnen euch dort entdeckt. Das werde ich nicht zulassen. Sie halten die Priester in der Pfarrei gefangen. Wenn einer der Fackelträger euch entdeckt und die Pfarrei erreicht, werdet ihr sie nicht mehr retten können. Meidet um jeden Preis die Fackelträger. Oder schlagt sie zumindest nieder, bevor sie Alarm geben können. Ich werde mein Bestes tun. Nehmt diesen Schlüssel. Mit ihm lässt sich der Hintereingang des Tempels öffnen. Sobald ihr drin seid, müsst ihr den Schlüssel zur Pfarrei finden, wo sie meine Priesterkameraden festhalten. Der Fanatiker, der das Sagen hat, ihr Befehlshaber, er hat wahrscheinlich den Schlüssel zur Pfarrei. Möge das Glück Trinimaks euch hold sein. Ich gebe den Wachen Bescheid und versuche, noch mehr Hilfe in eure Richtung zu schicken. Okay, dann wollen wir mal. Fackelträger sind böse. Naja, wir werden sie alle umbringen. Wir töten sie alle. Töten! Töten! Muss töten! Sperrt die Priester in die Pfarrei. Sobald Kor kommt, töten wir sie alle. Na, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch schon mal ein bisschen gucken. Ja, so, den ersten Fackelträger haben wir schon mal ominiert. Zweiter. Okay, war der nächste.
Sobald alle Bescheid wissen, sterben die falschen Priester. Nein, 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 nein. 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 Oh, ich hab gedacht, das ist der Fackeldreher. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Scheiße. Oh, ey, da hatte er doch eine Fackel in der Hand, oder nicht? Mist. Das kotzt mich jetzt am meisten an, echt ohne Scheiß. Sobald alle Bescheid wissen, sterben die falschen Priester. Alter, das kotzt mir jetzt an, ohne Scheiß. Was ist denn der olle Schlüssel hier, Alter? Wie seid ihr hier hereingekommen? Sei's drum. Gleich seid ihr tot. Die schleichen hier alle? Scheiße. Ah, das kotzt mir jetzt wirklich an, ey. Ich hoffe, die sind nicht tot. Oh Mann, ey, der sah aus wie der Fackelträger. Und dann rennt sie auch nicht. Und ständig irgendwas dir wieder um die Beine hier hängt, ey. Boah, das kotzt mich an. Ihr habt sie getötet. Warum tut ihr so etwas? Kuroks Leute sind eingetroffen. Tötet sie alle! Ja, nur gut. Auffallen! Ihr seid zu spät. Vielleicht die anderen. Vielleicht hat Solga sie erreicht und es geht ihnen gut. Das kotzt mir an, Alter. Alle sind tot. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für die anderen. Solga, sie hat sie mitgenommen. Sie wollte sich hinten verstecken. Ich weiß nicht, was mit Solga und den anderen geschehen ist. Erzählt mir von den anderen. Hohe Priesterin Solga und unsere Brüder und Schwestern in Trenimak. Die Fanatiker haben uns zusammengetrieben und hier hineingepfercht. Doch Solga ist keine Frau, die solchen Unfug einfach mitmacht. Sie hat dem einen ihre Klinge reingerammt und ist dann nach hinten gelaufen, um den anderen zu helfen. Wo kann ich Solga und die anderen finden? Ich habe den Schlüssel. Ich öffne die Tür für euch. Findet die anderen. Bitte! Ich weiß nicht, was Solgra vorhatte, doch sie hatte da diesen Blick in den Augen, als die Fanatiker anfingen, unseren Leuten weh zu tun. Solgra und die anderen sollten irgendwo hinter dieser Tür sein. Mich kotzt tierisch an jetzt, dass dieser... Ach, ey. Ich werde einen Weg finden, die Haupttore des Tempels zu öffnen und die Soldaten reinzulassen. Viel Glück. Das kotzt mich so an, ey, dass das fehlgeschlagen ist. Ah, Mann, ey. Mann, ärgere ich mich gerade. Ach, jetzt zeigt ihr schon wieder so einen scheiß Ledergürtel mit dem. Will ich doch ja nicht. Niedrige ja, und sowas hier ja. Sowas hier nein. Du kotzt mir an. Schnappt sie! Lasst sie nicht entkommen!
Ich sterbe eher, als zuzulassen, dass ihr die anderen verletzt. Wo ist die? Da hinten irgendwo. Oh, was ich mich ärgere, Alter. Ich hätte weiter rumgehen sollen, aber ach, man weiß ja, wie das ist, weißt du? Du siehst da Gegner und dann drauf und mach und tu. Aber gut. Naja, das sind so wieder so eine Entscheidung oder das sind Dinge, die muss ich akzeptieren. Dass das in Spielen passiert. Das halt nicht alles. Aber das ist wieder diese, ach, warum läuft es nicht perfekt? Wisst ihr, warum konnte man nicht alle retten? Ihr habt einen meiner zum Henker mit dem Befehl. Dafür werdet ihr sterben. Einen? Ich habe vor, noch ein Dutzend mehr zu töten, wenn ihr nicht sofort meinen Tempel verlasst. Danke dafür. Ich dachte, ich könnte sie aufhalten, aber meine Chancen wurden immer schlechter. Sorgt euch nicht um mich. Mir geht es gut, sobald ich wieder zu Atem komme. Mich hat es nur kurz von den Füßen geholt, mehr nicht. Wisst ihr, worum es hier bei all dem ging? Nicht genau. Sie behaupteten, treue Anhänger von Malakar zu sein und sie erzählten, sie würden für Häuptling Basrak arbeiten. Sie haben uns völlig überrumpelt und uns bedroht. Seid ihr Ugos begegnet? Wie geht es ihm und den anderen? Ich habe Priester Ugos gerettet, doch für die anderen kam ich zu spät. Macht euch keine Vorwürfe. Ihr habt Leben gerettet, die ohne euer Eingreifen sicher verwirkt gewesen wären. Doch mir ist immer noch nicht ganz klar, was die Angreifer eigentlich bezwecken wollten. Warum haben sie uns als Geiseln genommen? Warum haben sie uns nicht einfach umgebracht und das wäre es dann gewesen? Sie wollten Schande über den König bringen. Das Blut Unschuldiger zu vergießen und dem König die Schuld dafür anzulasten, weil er sein Volk nicht beschützen konnte. Was für ein schäbiges Komplott. Doch der König hat euch an seiner Stadt geschickt. Ein sehr guter Einfall von ihm. Diese Entscheidung könnte vielen das Leben gerettet haben. Was könnt ihr mir über diese Fanatiker erzählen? Wir sollten sie wohl für treue Anhänger Malakars halten. Doch mir kamen sie nicht besonders fromm vor. Selbst ich glaube nicht, dass Malakar ein solches Massaker gutheißen würde. Sie haben aber Häuptling Basrak erwähnt. Sie meinten, sie bekämen ihre Befehle von ihm. Glaubt ihr, Häuptling Basrak steckt hinter diesem Angriff? Ich hielt den Häuptling immer für edel. Doch manchmal braucht es nicht viel, damit sich eine Person so ändert. Seine Festen wurden verwüstet und seine Traditionen sind in Gefahr. Ich kann mir gut vorstellen, wie solche Dinge zu so etwas wie dem hier führen können. Der König und die Schmiedemutter müssen erfahren, was hier vorgefallen ist. Okay. Bitte lasst die Schmiedemutter von meinem Verdacht erfahren. Aber achtet mir auf eines. Sie muss begreifen, dass es nur ein Verdacht ist. Ich möchte nicht reiner Spekulationen wegen einen Krieg mit den Clanshäuptlingen vom Zaun brechen. Braucht ihr denn sonst noch etwas, bevor ich gehe? Nein.
Ihr habt schon mehr als genug getan und der Tempel ist fürs Erste sicher. Bitte erzählt der Schmiedemutter von meinem Verdacht. Wir möchten nicht, dass Häuptling Basrak den König überrumpelt. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss nach meinen Priestern und dem Tempel schauen. Wie küsst man denn so einen Ork? Weil die Zähne gehen ja nun mal über die Lippen drüber. Und alle jetzt so, was? Ja, ist doch wahr, oder nicht? Hier sind doch noch welche. Mich würde das mal interessieren, wie man jetzt die Kette weg mal mitnehmen. Die kann ich nämlich noch verwursten. Weil das stört doch beim Küssen dann die Zähne. Wie küssen sich Orks? Küssen die sich überhaupt? Und sind die geschlechtermäßig so gebaut wie... Das sind die letzten von ihnen. Geben wir diesen Bastarden den Rest. Einem der Priester ist es endlich gelungen, die Tore des Tempels zu öffnen. Anscheinend habt ihr die Lage ganz gut im Griff, soweit ich das erkennen kann. Jo. Das war der letzte Fanatiker. Eure Hilfe in dieser Sache kam sehr gelegen. Doch es hat sich gut angefühlt, auch selbst ein paar von ihnen zu durchbohren. Schmiedemutter Alga wartet draußen auf euch. Sie möchte sich mit euch darüber austauschen, was hier heute alles vorgefallen ist. Okay. Tempel des Zorns? Okay. Crazy. Eure rechtzeitige Ankunft war ein Segen, Trinimax, Fremde. Die Schmiedemutter hat versprochen, dass unser Tempel nie wieder zum Ziel von Hass und Verfolgung wird. Beim nächsten Mal sind wir vorbereitet. Noch irgendeinen, den wir hier? Nee. Ihr seid am Leben. Endlich ein Lichtblick in all diesem Debakel. Zu viele Priester sind wegen dieser Fanatiker gestorben. Wir haben ihre Leichen beseitigt, doch wenn das an die Öffentlichkeit gelangt... Ich muss es wissen. Habt ihr Hohepriesterin Solgra gefunden? Ist sie in Sicherheit? Ja, ist sie. Das sind gute Nachrichten. Ich sorge dafür, dass ab jetzt eine Abteilung Truppen den Tempel bewacht. Er wird nicht noch einmal schutzlos sein. Eine Abteilung Truppen? Mehr Patrouillen in der Gegend. Und Soldaten mit dem Auftrag, das Innere des Tempels zu bewachen. Die Priester werden keine weiteren Angriffe mehr zu befürchten haben. Nicht solange mein Sohn König ist. Ich nehme an, ihr wisst, wer hierfür zur Verantwortung gezogen werden muss. Die Fanatiker behaupten, ihre Befehle von Häuptling Basrak erhalten zu haben. Basrak war sich mit Kurok immer nur uneins. Wie ihr sicher wisst, hat er selbst im Thronsaal offene Drohungen ausgesprochen. Übrigens sind seine Tapferkeit und seine Hingabe an Malakat legendär. Anscheinend möchte Basrak den König herausfordern. Was sollen wir tun, wenn Basrak dahinter steckt? Mein Sohn muss seine Herrschaft über die Clans festigen. Alle Häuptlinge müssen zum Wohle des Volks der Orsima Kurok als ihren König anerkennen. Wenn wir die Unterstützung der Clans haben, können wir Basrak aufhalten, ohne dass es zu einem echten Krieg kommt. Gibt es etwas, womit ich helfen könnte? Ihr habt heute schon genug getan. Obwohl manche ihr Leben lassen mussten, wurden andere dank euch gerettet. Nehmt dies für eure Mühen und haltet die Augen offen. Wir werden Kontakt zu euch aufnehmen, sobald der König erneut eure Dienste benötigt. Solgra, mein Kind, komm zu uns. Seid ihr verletzt?
Soll ich einen Heiler holen? Mir geht es den Umständen entsprechend, doch heute wurde unschuldiges Blut im Tempel vergossen. Ich traure ebenso sehr um eure Priesterkameraden wie ihr. Doch wir wussten, dass es Risiken birgt, die Lebensweise der Orsima zu ändern. Rinimax Worte, ich kam her, um sie zu teilen, nicht um meine Glaubensbrüder und Schwestern zu Grabe zu tragen. Danke für eure Hilfe in dieser Sache, Fremde. Mein Sohn und ich werden an euch herantreten, sobald wir eure Dienste erneut brauchen. Vielen Dank für das, was ihr tun konntet. Doch ich brauche etwas Zeit, um für meine gefallenen Brüder und Schwestern zu beten. Alles klar. Eure rechtzeitige Ankunft war ein Segen, Trinimax, Fremde. Die Schmiedemutter hat versprochen, dass unser Tempel nie wieder zum Ziel von Hass und Verfolgung wird. Haben wir ja. Gut, Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, ob der Alte jetzt noch was von uns will. Und wenn ja, wie kriegen wir das mit? Falls nicht, werden wir normal weitermachen jetzt hier. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun hier in Wrotka. Das nimmt ganz schön Fahrt auf, muss ich sagen. Also wenn du hier so einen richtigen geilen Story-Strang hier hast hier und dann geht das immer weiter, finde ich gut. Hätte von Anfang an sein können. Es sei denn, ich habe das irgendwie nicht gepeilt. Oder ich weiß es ja nicht mehr, wie das hier am Anfang war. Ja. Gut. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif und tschüss.